Ja, wir sind halt da aufgewachsen, wir sind Schule gegangen. Ich habe halt schon Kinder schauen müssen, schon auf die Christel, dann auf meine Nichten. Und wir sind eigentlich arbeiten, wir sind nicht geschunden worden, wir sind nicht gefordert worden, wir haben halt das arbeiten müssen, was uns halt möglich war. Bei Kindheit und oft sind wir halt umso älter, dass wir waren umso weiter, sind wir halt aufgesteigert worden. Nicht? Und bis 58 haben wir einen Ochsen gehabt, sind wir halt mit dem Ochsen gefahren und dann haben wir einen Traktor gekriegt. Da bin dann halt hingefahren und haben halt oft eigentlich alles da, was war. Am 45er sind viele Soldaten da gewesen, die sind alle in Heilbronn rumgelegen. Das hab ich schon, da habe ich schon ein wenig was mitgekriegt. Sag mal, wie der Zusammenbruch war. Das weiß ich eigentlich, am 5. Mai im 45er Jahr war der Zusammenbruch. Nicht? Und da war ich da bei Nachbarn drinnen, bei einer gewissen Frau Seebacher. Und dann ist die Tochter von der Tarm gekommen und hat gesagt, mei, die Amerikaner sind schon in Lierzen. Und ich bin rausgerannt und hat gesagt, mei, die amerischen Kaner sind schon in Lierzen. Wie die oft gekommen sind, die sind da hergefahren und da unten sind Äpfelbaum gestanden bei der Gemeinde. Und das weiß ich auch noch, wie die über den Zaun runtergekupft sind und die Äpfel gegessen haben, aber die waren nicht gut, die haben es gleich wieder weggeschmissen. Das weiß ich noch auch, wie da die Arme vor ein Haus runtergekupft sind und von dem Baum Äpfel überbrückt haben. Das weiß ich auch noch. Ja, Kultur. Ja, nein, mich interessiert alles mehr, was mit Natur zu tun hat. Du kannst auch schauen, du wirst bei mir nur lauter solche Bücher finden drüben, was mit Kräuter zu tun haben, was mit den Almen zu tun haben oder so alles, was so ein bisschen in Bezug auf die Landwirtschaft ist, was halt alles mit Natur zu tun hat. Das interessiert mich mehr, sagen wir so, Theater und sowas, das ist nicht mein. Oder überhaupt, wo viele Leute sind, das mag ich nicht. Sie haben das Telefon erst gut 10 Jahre. Nein, 96 oder was. Seit 96 haben wir bis jetzt kein Telefon gehabt. Wir haben eigentlich wenig telefoniert, ich habe nie telefonieren wollen. Und wenn wir zu einem Tierarzt oder was braucht haben, sind wir halt zum Grenz gegangen. Und wenn sie beim Grenz angerufen haben, oft hat der Balljoch gewusst, dass bei uns was ist. Mir bricht halt jetzt mal das Herz, wenn wieder auf einem Acker, wo ein Caterpillar steht. Wenn du denkst, früher sind, wenn es oft zusammen sind, bei 28 Bauern oder ich weiß nicht, was zumindest eine oder zwei Kühe gehabt haben. Ich zähle es oft zusammen, sind 28 oder was gewesen. Nicht? Aber heute ist jetzt in Steiner, nur beim Kohlbaum sind noch ein paar Stücke, und umsonst hat in Steiner überhaupt mehr Viech. Diesbezüglich hat sich viel verändert.